Ich befinde mich hier auf der Seite von learningapps.org und melde mich jetzt einmal an mit dem Login, das ich mir zuvor hier kostenlos auf der Seite erstellt habe. Ich habe hier die Möglichkeit, Apps zu durchstöbern, beispielsweise im Bereich der beruflichen Bildung haben wir hier verschiedene Bereiche. Ich wähle einmal den kaufmännischen Bereich, habe hier eine Auswahl von verschiedenen Apps. Ich wähle mal die App Marktformen. Ich starte die App. Dann habe ich noch den Bereich Meine Apps. Dort kann ich entweder selbst Apps erstellen oder nach Apps suchen und diese dann in meinem Bereich abspeichern. Ich möchte jetzt beispielsweise eine App erstellen. Wir haben hier verschiedene Fragetypen, Paare zuordnen, Gruppenzuordnung, Zahlenstrahl, einfache Reihenfolge und so weiter und so weiter. Beispielsweise Paare zuordnen. Zu Beginn wird immer ein Beispiel gezeigt. Und dann kann ich mit dem Button Neue App erstellen, meine App erstellen. Ich gebe einen Titel ein, eine Aufgabenstellung und kann hier dann die Paare bilden. Mit Text, mit Bild, Text zu Audio, Audio oder Video. Kann hier weitere Elemente hinzufügen. Dann gibt es noch den Bereich Meine Klassen. Ich kann in diesem Bereich Klassen anlegen und den Schülern dieser Klasse Konten zuordnen. Beispielsweise habe ich hier mal einen Bereich für meine Kinder angelegt. Dort befindet sich jetzt die Emma als Schülerin. Und unter Statistik kann ich mir dann anschauen, welche Aufgaben die Emma schon positiv erledigt hat und welche sie noch gar nicht gemacht hat und welche sie gemacht hat, aber noch mit Fehlern. Und diese Apps befinden sich jetzt in meinem Klassenordner. Ich könnte dieser Klasse noch eine weitere App hinzufügen, beispielsweise die App, die wir uns eben angeschaut haben, Markt und Marktformen. Wenn wir jetzt wieder auf Statistik gehen, hat die Emma hier noch eine weitere App dazu bekommen, die sie aber noch nicht bearbeitet hat.